Wir befinden uns hier in der Universitätsgalerie, der Altana Galerie im Görgesbau. Der Görgesbau beherbergt unter anderem auch das Elektrotechnische Institut. Heute möchte ich Ihnen unsere Sonderausstellung Realismus und Ostmoderne, Auftragsarbeiten und Erwerbungen aus den 1960er Jahren im universitären Kunstbesitz vorstellen. Unsere Ausstellung schließt an Aufbruch und Neuanfang, die 2018 sich den 1950er Jahren widmete. Wir zeigen Gemälde und Papierarbeiten, verweisen aber gleichermaßen auch auf die baugebundene Kunst der 1960er Jahre. Diese ist hier nur in Studien und Modellen vertreten von Künstlern wie Friedrich Kracht und Karl-Heinz Adler oder Peter Albert. Denn die Werke der baugebundenen Kunst befinden sich selbstverständlich auf dem gesamten Campus der Universität. In und an und vor den Gebäuden zeugen sie von dieser Zeit und berichten über ihre Sujets, also über ihre Motive und Inhalte, über die Funktion der Gebäude, aber auch über ideologische und programmatische Vorstellungen, die in den 1960er Jahren virulent waren. Hinter mir sehen Sie jetzt Rektoren- und Professorenbildnisse, die einen wichtigen Schwerpunkt in unserem Bestand ausmachen. Die Porträtgalerie hier im Haupttreppenhaus zeigt eine Auswahl von Bildnissen aus den 1960er Jahren in unserem Bestand. Sie sehen Gemälde, die von den Malern Ernst Hassebrauck, Rudolf Nehmer, aber auch Rudolf Berganda gemalt wurden. Das sind alles Auftragsarbeiten, denn die porträtierten Professoren oder auch Rektoren wurden als Zeugnisse für den universitären Kunstbesitz in Auftrag gegeben. Hier vorne ein Gemälde von Ernst Hassebrauck, ein schmales Hochformat, zeigt den Professor Hans Dehnert, der an der Hochschule für Verkehrswesen in dieser Zeit tätig war. Diese Gemälde als Halbprofil oder auch als Profil entstanden, zeugen vor allem von der Funktion ihrer Abgebildeten. Es geht darum, sie als Repräsentanten der Universität darzustellen. Davon zeugen unter anderem auch die Insignien der Alma Mater, wie die Rektorenkette oder das rote Rektorenbuch, was Sie immer wieder in den verschiedenen Gemälden auch entdecken können. Die Professoren- und Rektorenbildnisse sind ein ganz wichtiger Sammlungsschwerpunkt in unserem universitären Kunstbesitz. Zum einen verbinden sie den Altkunstbesitz, der von 1828 bis 1945 datiert, und überführen diesen Bestand an universitären Kunstwerken bis in unsere Gegenwart, denn bis heute werden auch weiterhin Rektoren- und Professorenbildnisse beauftragt. Beispielsweise wurde im letzten Jahr von Johannes Heisig das Gemälde von unserem emeritierten Rektor Hans Müller-Steinhagen als Auftragswerk umgesetzt. Mein Name ist André Tempel. Ich bin bildender Künstler aus Dresden und habe einen Beitrag für die Ausstellung Realismus in der Ostmoderne hier in der Altana Galerie installiert. Das ist eine Arbeit, die übrigens Morning heißt, sich im Treppenhaus befindet, mit Klebeband installiert wurde, sich hier in dieses Treppenhausfenster bis zum Rand ausbreitet. Es ging ein bisschen darum, diese Wandfläche, die mich interessiert hat, zu integrieren in eine Arbeit, die Fassade und das Fenster auch gleichzeitig noch bestehen lässt, also so eine Art Verbindung schafft, also die das Neue und das Alte irgendwie in Beziehung bringt zueinander. Und diesen temporären, frischen Moment dieser Klebebandarbeit zu zeigen, also für dieses Treppenhaus. Ja. Also ich habe mir ein paar Arbeiten angeguckt von den teilnehmenden Künstlern hier, unter anderem auch dem Peter Albert. Das fand ich irgendwie spannend, weil die auch sehr geometrisch waren. Also das war so meine Inspirationsquelle. Und diese Form ist also quasi aus dem Kreis heraus entwickelt. Das Zentrum bildet quasi wirklich die Diagonalen der Eckpunkte dieser Wand. Und Ausgangspunkt war ein Kreis, den man auch noch erahnt. Der würde sich quasi fortsetzen, bricht aber hier auf der rechten so ein bisschen aus. Ich wollte das nicht so ganz perfekt haben, sondern so ein bisschen eine Störung drin, eine Lebendigkeit. Und diesen Stern, den habe ich deshalb auch reingesetzt, weil ich wollte, dass das Fenster und die Struktur eben erhalten bleiben. Also wird nicht überdeckt, sondern integriert. Also es, das ist so eine, was ich mir überlegt, eine Bauchsache. Was ich auch ganz schön fand,
der Kontrast zu den Rektorenporträts, das fand ich irgendwie interessant. Also einfach der Kontrast dieses Älteren, der Geschichte und der Jetztzeit vielleicht, diesen zeitgenössischen Aspekt, so, das hat mich interessiert. Und ja, ich weiß auch nicht, es ist wie so ein Altar vielleicht. Dies sind die Studierendenbildnisse, die ebenfalls von den 50ern bis zu den 80er Jahren entstanden sind. Anders als bei den Rektoren- und Professorenbildnissen, die sehr formal, sehr streng vor allem Funktion, Amt und Würde vermitteln sollten, sehen wir bei den Studierendenbildnissen eine ganz andere Kompositionsgrundlage. Die beiden Gemälde, die wir hier sehen, einerseits eine junge Studentin von Franz Tippel, andererseits einen Studenten aus Jakarta von Alfred Hesse, ist die Komposition viel offener, weicher und lockerer. Wenn wir uns die Studentin hier genauer anschauen, wird sofort deutlich, dass es um eine individuelle Darstellung der Abgebildeten geht. Interessant ist, dass anders als bei den Rektoren- und Professorenbildnissen kein Name auftaucht in der Titelgebung. Es ist eine anonyme Studentin, die aber in ihrer formalen Komposition wiederum viel individueller, viel nachdrücklicher und uns viel authentischer erscheint als die sehr auf Repräsentation ausgerichteten Rektoren- und Professorenbildnissen. Hier sehen wir eine junge, nachdenkliche Frau. Sie stützt ihre Hand an der Wange ab, ihr Ellenbogen ruht auf ihrem Knie. Ihr Blick ist, anders als auch bei diesen offiziellen Porträts, nicht auf den Betrachter ausgerichtet. Sie scheint in Gedanken versunken zu sein. Diese Nachdenklichkeit und auch Individualität zeigt uns Franz Tippel auch nochmal in der Gestaltung. Der Malduktus, also der Pinselduktus, ist viel lockerer und offener. Es ist weniger pastos und durchgearbeitet. Wir sehen das allein am Hintergrund, der in diesem Grau und Rot eine gewisse Offenheit und Lockerheit und auch Natürlichkeit vermitteln möchte. Ihr dunkelblaues Kleid ist weniger durchgearbeitet, sondern zeigt uns eher eine Momentaufnahme als ein Rektor oder Professor, der in einer stundenlangen, über Wochen andauernden Porträtsitzung auf die Leinwand gebannt wurde. Mein Name ist Andreas Kempe, ich bin bildender Künstler und lebe in Dresden. Die Grundlage meiner Arbeit ist das Archiv eines Biologen und Naturschützers aus Norddeutschland. Und da aus diesem Archiv heraus habe ich diese Präsentation entwickelt aus zwei Diakästen, die ich ausgewählt habe. Und zwar sind es Landschaftsaufnahmen, Biotopaufnahmen des Großen Moores in Niedersachsen über einen Zeitraum von 40 Jahren ungefähr. Also das war eigentlich auch der Angelpunkt für die Ausstellung, denn die ersten Aufnahmen stammen aus den 60er Jahren. Und hier wird ja gerade der Kunstbesitz der 60er Jahre gezeigt. Es sind im Wesentlichen Belegfotos von Biotopzuständen, Artenvorkommen und Renaturierungsmaßnahmen, die in diesem bestimmten Ökosystem, dem Moor, durchgeführt worden zur Renaturierung. Also das war ein Restmoor und wurde jetzt über die Jahre renaturiert, unter Naturschutz gestellt und wieder in einen ursprünglichen Zustand zurückgeführt oder einen vermeintlich ursprünglichen Zustand. Bei der Digitalisierung der Fotos habe ich bewusst das ganze Dia eingescannt und so entsteht zu diesem visuellen Archiv, gibt es auch noch die Information des Fotografen, nämlich mit den Kommentaren, die er da auf das Dia geschrieben hat, die man dann jetzt hier lesen kann.
Auf das Archiv des Biologen zurückzugreifen war für mich ganz naheliegend, denn auch die TU Dresden verfügt ja über eine große Anzahl von Sammlungen und Archiven. Und wie man die jetzt wieder zugänglich machen kann oder überhaupt zugänglich hält, das ist für mich eine ganz wichtige Fragestellung, die ich auch versucht habe zu berücksichtigen in dieser Arbeit. Der Topos der internationalen Studierenden im Porträt spielt auch bei diesen drei Werken der Dresdner Malerin Eva Schulze-Knabe eine ganz wichtige Rolle. Von den späten 50er Jahren bis Mitte der 60er Jahre hat sie immer wieder internationale Studenten, die hier an der damals noch Technischen Hochschule waren, gemalt. Wir zeigen hier neben unserem koreanischen Studenten, der in unserem Bestand ist, zwei weitere Studierende aus China und auch aus Afrika. Dieses Werk kommt aus der Sammlung der Galerie Neue Meister im Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Und der chinesische Student gehört zu dem Kunstfonds der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. In der Zusammenschau dieser drei Werke, die in einem Zeitraum von 5-6 Jahren entstanden sind, wird nochmal deutlich, wie relevant die Porträts internationaler Menschen waren, die über Studentenaustausche, Arbeitsverträge aus den Brüderstaaten der DDR hierher gekommen sind. Der DDR, aber auch der Hochschule war es ganz, ganz wichtig, eine gewisse Internationalität abzubilden, dass diese Personen, die wir hier sehen, lesend beispielsweise wie bei dem chinesischen Studenten oder auch dem afrikanischen Studenten oder in der frontalen Ansicht wie bei dem Studenten aus Korea, keine Namen überliefert sind, macht deutlich, wie irrelevant die Personen waren, die hinter diesen Porträts auch stehen. In einem aktuellen Forschungsprojekt der Professorin Kerstin Schankweiler, die hier die Professur für Bildwissenschaften am Institut für Kunstgeschichte der TU Dresden betreut, soll nochmal erarbeitet werden, wie die globale DDR ab den 50er Jahren sich in diesem Kontext der Kunstgeschichtsschreibung nach 1945 positioniert und was das für Bedingungen, Implikationen waren und wie in dieser Zeit auch nochmal auf ausländische, internationale Sujets geguckt wurde und wie wir die auch heute nochmal aus einem zeitgenössischen Diskurs einordnen wollen. Neben den Bildnissen von Hochschulangehörigen gibt es natürlich noch weitere Sujets in unserem Kunstbesitz. Die Idee war in den 50er Jahren, eine sehr umfangreiche Sammlung anzulegen, die nicht nur das Selbstverständnis wie in den Bildnissen der Hochschule präsentieren, sondern auch gleichermaßen für die Ausstattung von unseren Instituten, Sitzungssälen, Senatssälen und auch Büros der Mitarbeitenden genutzt werden konnte. Aus diesem Grund und aus den Möglichkeiten, die sich finanziell ergaben, konnten auch weitere Werke, beispielsweise Landschaften, Interieurs, Stillleben, aber auch immer wieder Industriedarstellungen und Werke, die den Aufbau der noch jungen DDR zeigten, erworben werden. Diese Arbeiten standen vor allem, wie gesagt, den Mitarbeitenden zur Verfügung und wurden als Originale in den Büros präsentiert. Diese Möglichkeit besteht übrigens noch bis heute. So können alle Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Bereichen sich bei uns im Kunstbesitz der Kustodie Originale für die Ausstattung ihrer Arbeitszimmer ausleihen.
Das Gemälde von Rolf Krause mit dem Titel Zittauer Land aus dem Jahr 1968 steht repräsentativ für die Landschaftsbilder und Industriedarstellungen dieser Zeit. Einerseits gibt es immer wieder Sujets, die sich vor allem den Erfolgen und den Fortschritten im industriellen Aufbau ab den 50er Jahren widmen. Andererseits lässt sich festhalten, dass immer stärker auch wie bei Zittauer Land von Rolf Krause eventuell Hinweise auf Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung und auch die Zerstörung von unberührten Landschaften, wie beispielsweise in den Braunkohlegebieten, sichtbar werden und dann auch künstlerisch interpretiert werden. Spannend ist, dass der Kunstbesitz sehr breit gesammelt hat. Es ist wenig programmatisch, wenig ideologisch. Die Doktrin des sozialistischen Realismus ist natürlich auch in unserem Bestand sichtbar, aber weniger vordergründig, weil dieser Ausstattungsgedanke vor allem im Vordergrund stand und wie auch mein Vorvorvorgänger, Professor Jürgen Schieferdecker, der den künstlerischen Beirat ab den 70er Jahren geleitet hat, darauf verweist, war die Universität mit ihrem Sammlungsgeschehen nicht unter diesem Fokus, wie beispielsweise eine offizielle öffentliche Sammlung wie die Galerie Neue Meister im Albertinum, die repräsentativ für den Staat der Deutschen Demokratischen Republik Kunst sammeln sollte. Hier eine Art Nische in diesem großen Bereich von Kunst und Museen in 50er, 60er, 70er Jahren und deshalb immer wieder auch Arbeiten, die ganz weit und weg von diesem sozialistischen Realismus, der als Staatskunst propagiert werden sollte, entstanden sind. Bislang hatten wir uns jetzt vor allem Arbeiten angeguckt, die im weitesten Sinne in dem großen Feld des sozialistischen Realismus verankert sind. Unsere Ausstellung heißt aber nicht umsonst Realismus und Ostmoderne. Hier in diesem Bereich zeigen wir drei Künstler aus Dresden, die in den 60er Jahren sehr aktiv waren. Das sind zum einen Karl-Heinz Adler und Friedrich Kracht und zum anderen der Dresdner Architekt und Maler Peter Albert. Diese drei Künstler haben in den 60er Jahren ganz unterschiedlich abstrakt gearbeitet und sich auch auf verschiedene Art und Weise, insbesondere der baubezogenen Kunst, zugewandt. Wir zeigen hier jetzt also Studien, Skizzen, aber auch unterschiedliche Papierarbeiten, die zum einen auf die baugebundene Kunst verweisen und gleichzeitig auch unterschiedliche Werke auf dem Campus bzw. in der Stadt Dresden in den Blick nehmen. Im Besonderen möchte ich noch mal auf ein Werk von Friedrich Kracht verweisen, der in den 60er Jahren gemeinsam mit seinem Künstlerfreund und Kollegen in der Genossenschaft Kunst am Bau hier auf der Gostritzer Straße in Dresden gewirkt und geforscht hat. Dies hat ihn immer wieder auch an die TU Dresden gebracht, wo er mit dem Keramikingenieur Harry Schulze in den Werkstätten der Architektur zu Betonmaterialien und Keramiklasuren gearbeitet hat. Eine Arbeit ist in dem Zeitraum realisiert worden. Das ist eine Fassadengestaltung an der damaligen TU-Buchhandlung am Nürnberger Ei. Diese Fassadengestaltung aus Klinkerstein, die er seriell variierend ornamental konzipiert hat, zeigt verschiedene geometrische Muster, die als Relief und Halbrelief zwischen Zweidimensionalität und Dreidimensionalität sich bewegen. Friedrich Kracht und Karl-Heinz Adlers Arbeiten sind in den 60er und 70er und auch noch in den 80er Jahren als freie künstlerische Arbeiten eher im Verborgenen geschehen.
Sie waren präsent mit ihren baugebundenen Arbeiten in und an Instituten beispielsweise, aber auch im Stadtraum von Dresden und darüber hinaus in ganz Ostdeutschland, dass ihre abstrakten Werke, wie hinter mir zum Beispiel die Studien und Zeichnungen und Drucke von Karl-Heinz Adler, einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, ist erst nach der Wende 1989-90 geschehen. Insofern sehen Sie hier auch ausschließlich Leihgaben, die wir aus den Nachlässen und von den Künstlern selber zur Verfügung gestellt bekommen haben. Denn die Kunstgeschichte in den 60er und 70er Jahren in der DDR hat ihre Gegenwart nochmal unter einem ganz speziellen Blickpunkt betrachtet. Und die Ostmoderne, wie wir sie heute einordnen, hat damals in der musealen Repräsentanz gar keine Rolle gespielt. Besonders dankbar bin ich auch, dass wir von dem Künstler und Architekten Peter Albert nochmal richtig viel Material zur Verfügung gestellt bekommen haben. Er hat hier in den 60er Jahren Architektur studiert, war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter auch am Institut, bevor er sich der freien Architektentätigkeit zugewandt hat. Gleichzeitig ist ein riesiges, umfangreiches malerisches und grafisches Werk entstanden. Wir sehen hier nochmal Studien und Skizzen und auch dokumentarische Fotografien von einem Entwurf, den er für das Studentenwohnheim auf der Christianstraße, das ist die heutige St. Petersburger Straße, entwickelt hat. Das ist eine abstrakte Arbeit in den Farben Rot, Blau, Weiß und Schwarz, die über 8 Geschosse in diesem Studentenwohnheim-Hochhaus sich als monumentales Wandgemälde sozusagen innen wie außen dargestellt hat. Leider wurde die Arbeit in den 90er Jahren überbaut. Abschließend ist nochmal festzuhalten, dass dieses zentrale Kapitel der Ostmoderne wissenschaftlich, gerade auch in unserem Bestand, noch längst nicht aufgearbeitet ist. Wir versuchen natürlich mit unseren Ausstellungen wie den 60er Jahren, aber auch der kommenden Ausstellung zu den 70er und 80er Jahren, genau auch diese Strömung nochmal aufzugreifen und in unserem Bestand einzuordnen, aber gleichermaßen auch dazu beizutragen, dass die abstrakten Künstler in der DDR nochmal eine stärkere Beachtung erfahren.